Also aufgrund dessen, dass ich das falsch gesagt habe, habe ich schon nochmal eine Chance gegeben, weil das war wirklich schon ein bisschen doof gelaufen dann. Wir befinden uns jetzt aber wirklich bei der 13. Frage. Jetzt ist alles richtig gelaufen, Leute. Oder Chat, ist alles richtig jetzt? Ja, oder? Das wäre so lustig gewesen, wenn Daniel das Schalke-Fan gewesen wäre, schreibt Jenny Hamann. Das stimmt. Schreibt alle jetzt für die 13. Frage nochmal ein Go Dave rein. Wünsche Ihnen viel Erfolg. Go Dave in den Chat. Zur 13. Frage. Die heißt: Welcher der folgenden ist kein Mod bei Omniov? Denk dran, jetzt wieder Konzentration. Hier steht, ist kein Mod bei Omniov, okay? Ist kein Mod. A. Biggie-DX. B. Lord Chris 1893. C. Stefpar 91. Oder D. 1-Xam. Denk dran, wir sind bei der 13. Frage. Die wird wahrscheinlich relativ tricky sein. Als kleinen Tipp schon mal. Nicht, dass du zu schnell jetzt irgendwo einfach reinrennst. Nee, auf keinen Fall. Lass dir gern Zeit. Wir haben bis 24 Uhr theoretisch Zeit. Lass dir ruhig Zeit. Okay, pass auf. Also Biggie und der Lord Chris. Obvious. Kein Mod, okay. Also Biggie und Lord Chris safe raus. Jetzt die Frage zwischen Stefpar und 1xAM. Ey, ich zitter. Einer von den Mods, tu mal den Chat übrigens leeren, damit man da auch nichts sehen kann. Und die gerade genannt sind, die vier, am besten mal nichts reinschreiben. Also würdest du irgendwelche schon ausschließen? Also A und B safe raus. Also A und B bist du dir sicher, ja? Ja. Die Lage sagt auch schon, schwierige Frage für jemanden, der kein OG ist. Ja, das stimmt schon. Die Frage ist ein bisschen tricky. Okay, pass auf, wenn ich die jetzt durch den Chat skippe, da habe ich noch zwei Fragen vor mir. Mhm. Aber wenn du, wie gesagt, jetzt mit den Joker die Frage richtig beantwortest, hast du auch den 13, also die 1200 Rebuck-Skin schon. Das sind 12-Euro-Skin. Mhm. Das ist schon saftig. Oder alle, ganz oder gar nicht. Das ist mein Motto. Also willst du, sagst du jetzt schon, du riskierst wahrscheinlich lieber und fällst auf die 10 zurück, anstatt irgendwas darunter mitzunehmen? Genau, ich behalte den Joker für eine Heavy-Frage. Findest du die Frage noch nicht heavy? Also man kann es nicht einschätzen. Mhm. So, guck mal, das ist jetzt hier kein Mod. So, ich war die Tage oft da, so. Mhm. Aber ich hatte halt nicht Vollbildmodus drin, sondern ich hatte halt den Chat offen und den Bildschirm. Mhm. In deinem Stream. Das heißt, du hast den Chat immer gesehen. Das heißt, du müsstest theoretisch auch gesehen haben, wer Mod-Symbole hat. Aber darauf achtet man auch, glaube ich, nicht, ne? Ja. Also wer achtet als Zuschauer darauf, wer da die Mod-Symbole hat und wer nicht? Oder sagst du hast darauf ein bisschen geachtet? Nee, nicht wirklich, weil das überfliegt man. Man überfliegt die Kacke. Ja. Aber Stefpar. Also jetzt vom ersten Gefühl würde ich sagen, eher Stefpar, weil ich habe mit Steph ein bisschen mehr Bezug, weißt du? Mhm. Weil ich sehe den oft hier im Chat, so und so, das. 1xM Real Talk habe ich noch gar nicht, glaube ich, gesehen. Mhm. Also das ist echt gefickt. Wie gesagt, denk dran, welcher der folgenden ist kein Mod bei Omniov, ne? Kein wieder, Mod. Nicht, dass wir wieder uns missverstehen, ich tue es nur diesmal extra 2-3 Mal erwähnen. Ja, ja. Lukas, du standest vorhin aber schon in der Auswahl, Aragorn. Du warst sogar im Intro warst du mit drin, Lukas, im Intro-Video. Wenn kein Mod ist. Also ich muss es irgendwie. Also bist du auf jeden Fall bei C oder D, oder? Ja.
Ich hatte folgenden, ist kein Mod. Also Biggie und Notchris ist ein Mod. Also das ist safe raus. So, diesmal lasse ich mich nicht so ficken. Mhm. Mein Gott, Alter. FBAWS ist kein Mod. Die Sache ist halt, du darfst halt auch nicht vergessen, okay. Du bist seit wann bist du dabei? Seit einer Woche oder seit anderthalb Wochen? Und Stream hat auch Woche, schon seit, ich. Seit ja, ja. 8 Wochen. Also ich... Also ich würde dir auch gerne noch weitere Tipps geben, aber sieh es mir nach, dass ich jetzt auch bei der 13. Frage leider keine großartigen Tipps mehr geben darf. Nein. Also D. 1 Xam. Ich weiß nicht, ich glaube, der war in der einen Woche, war der, glaube ich, gar nicht da. Weil ich habe nur irgendwie Bezug zu Stefbar. Mhm. Also mein Gefühl sagt, es ist Stefbar. Er ist kein Mod, weil ich habe den oft im Chat gesehen. Und eins Xam kann vielleicht so ein Oldschooler sein. Mhm. Oder ich schmeiß alles hin. Und aber wenn ich jetzt hinschmeiße, habe ich die 13, nee, die 12. Ja, das Manframe-Shock-Paket. Entscheidung jetzt. Okay, Lari, sagst alles. Du kannst. Nein. Lari ist schuld. Du rennst einfach hier so in die C rein. Lari ist schuld. er ist wirklich Macher. Er sagt, er geht voll Risiko und macht's auch einfach. Okay, du sagst, du hast die Frage auch richtig. Du bleibst das auf jeden Fall drinstehen. Du hast schon gesagt, ist kein welcher Mod, der Folgen ist kein Mod. Und du sagst, C, Steph bei 91 ist kein Mod. Also Big D, mein bester Freund, und Lord Chris, das ist mein kleiner Bruder, kann ich dir schon mal sagen, da hast du richtig gelegen. Die sind auf jeden Fall Mods schon, seit Tag 1. Die sind schon Mod, bevor ich angefangen habe zu streamen, waren die schon Mod. Mhm. Und es trifft jetzt noch die Entscheidung zwischen Stealthbar 91 und 1 unterstrich Xam. Oder andersrum gelesen, Max. Der Max oder der Steven? Also der Steven... Du hast gesagt, er war jetzt die letzten Wochen aktiv. Das ist aber keiner, der jetzt in den letzten Wochen dazukam, weil das ist auch tatsächlich einer meiner engeren Freunde. Mhm. Der ist auch schon seit Tag 1 dabei. Und man braucht halt auch schon seit Zuschauer. Tag 1. Und ja, ein loyaler Zuschauer, man braucht halt von Tag 1 auch Leute. Und du weißt ja auch, wie es ist. Als Mods hat man gerne Leute, die man auch persönlich kennt. Mhm. Und dann haben wir noch den Max. Oh. Den Max kenne ich tatsächlich, den habe ich nur, was heißt, gesehen. Also, der war bei mir in der Berufsschulklasse mal 3 Jahre lang. Der folgt mir auch, der ist ab und zu im Chat. Jetzt das Wetter. Und eure Katzen lassen. Der hat jetzt auch die letzten Tage kaum reingeschaut, wie du schon gesagt hast. Der war überhaupt nicht da gewesen. Aber der kennt sich tatsächlich sehr gut mit Twitch aus und deswegen ist es die richtige Frage. Der kennt sich sehr gut mit Twitch aus und ich kenne ihn von der Berufsschule und deswegen habe ich ihn damals zum Mod gemacht. Das ist richtig. Oh. Ja, Mann. Baby. Es ist die richtige Antwort. Let's go, Mann. Oh, Bruder. Also, das war echt ein Stein auf meinem Herzen. Ja, es war auch tricky, weil der Steven, wie gesagt, einer meiner besten Freunde ist. Steph war 91 ist kein Mod. Punkt. Und keiner weiß warum. Ja. Punkt. Ja, es ist wohl wahr. Oh, so. Steph, ich liebe dich. Steph, ich liebe dich. Hast du das gehört, Steven? Wir sind tatsächlich bei der 14. Frage angekommen. Der erste Teilnehmer schafft es tatsächlich direkt bis zur 14. Frage und hat noch einen Joker übrig. Ich kann dir aber jetzt auch schon mal sagen, 14 und 15 werden auch wieder sehr schwer. Und ich werde jetzt auch... Und ich werde jetzt auch, was Tipps angeht, mich auch komplett zurückhalten und gar nichts mehr sagen. Durch. Also leg jetzt nicht so viel Wert drauf auf das, was ich sag. Oh.
Die 14. Frage lautet: Wann hatte Omniov seinen allerersten Stream? Der 26. Februar 2022? War es B, der 12. Februar 2022? War es C, der 19. Februar 2022? Oder war es D, der 5. März 2022? Boah, also ich hatte... Okay, also da, also... Also tricky an der Sache ist, dass man da tatsächlich, wenn man es nicht weiß, tippen muss, glaube ich, weil man das auch nirgendwo mehr nachvollziehen kann, weil die Streams ja auch nach 2 Wochen dann die Wiederholungen gelöscht werden bei Twitch. Das heißt, du kannst das nirgendwo mehr sehen. Also du hast es mal irgendwo aufgeschnappt. Okay, also pass auf. Ich setze den Joker ein, die 15. Frage, das muss so ein spannendes Ding werden, weißt du? Dieses andere spannende Ding. Okay. Komm, Chat. Chat. Dann gehe ich hier kurz in das Creator-Dashboard, um eine Umfrage zu starten. Chat. 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 Ich habe volles Vertrauen in euch. Auf einmal klicken die irgendwas anderes an. Du kannst jetzt auch nur hoffen, dass genug tatsächlich da sind, die das auch wissen. Kacke. Abstimmung da verwalten. Raus. Oh, neue Abstimmung. Oh oh. Ich auch. Oh mein Gott, nein. Stell dir mal vor, du hast einen, der hier 3 Tage ist oder so. Ja, oder du weißt ja auch, das habe ich dir ja vorhin schon gesagt, die meisten Zuschauer habe ich ja die letzten 1,5 bis 2 Wochen dazu bekommen. Deswegen, tricky wird es auf jeden Fall. Oh Gott. Nicht, dass es ein Fehler war. Jetzt geht die Abstimmung am besten einfach unentschieden aus. Oh, no way. Dann hätte so, ich so ein 50-50. 5 Minuten habt ihr Zeit. Chat, ihr dürft alle abstimmen. Umfrage beginnt jetzt im Chat. Okay, darf ich die 5 Minuten kurz nutzen? Ja, kurz auf klar. Klo, Alter, ich muss zu runterkommen. Klar. Alles gut. Mein Puls ist zu hoch. Alles gut, dann hören wir uns gleich. Dann können die gleich. In den 5 Minuten. Bis gleich, mach's gut. Er geht kurz aufs Klo. Ihr geht alle nochmal in euch. Alle, die schon länger dabei sind. Kleiner Tipp an den Chat. Wenn ihr es nicht wisst, wenn ihr neu dabei seid und es nicht wisst, lasst erstmal die abstimmen, die schon lange dabei sind, die es wissen und schaut dann einfach, was die gemacht haben, was die gestimmt haben und stimmt das selber ab. Stimmt nicht einfach irgendwas ab, wenn ihr nicht sicher seid. So als kleiner Tipp, nicht, dass ihr einfach auf irgendwas geht. Danke an alle, die mir eine Antwort geschickt haben. Jenny, welche Frage hast du denn gestellt? Ich weiß es tatsächlich auch. Hahaha. Richtig geil bis jetzt, Omniov. Dankeschön, Vicky. Hashtag Omniov loben. Gucken wir mal, wie sieht es denn bisher aus, die Abstimmung. Ist schon deutlich Omniov, ja, das stimmt. Hätte ich vielleicht gar nicht erwähnen sollen. Wobei, wie gesagt, guck mal, wir sind jetzt auch wieder 21 Leute, es sind viele dabei, die neu sind, die es vielleicht nicht wissen. Das heißt, das ist die Frage, inwiefern es aussagekräftig auch ist. Vor allem, er wird jetzt gleich, ich muss den Joker auch hier noch wegmachen, der letzte Publikumsjoker ist auch weg, damit sind keine Joker mehr da. Er muss die Frage jetzt richtig, also ihr, beziehungsweise ihr, wenn er sich auf euch verlässt, muss er die Frage richtig beantworten. Ansonsten fällt er runter auf die 10 bis zu den 800 Rebucks Skin. Das wäre halt schon bitter. Es wäre halt schon bitter, weil er schon sehr weit gekommen ist. Bitter wäre es auf jeden Fall. Daniel wusste das selber nicht mehr. Ah, Quatsch. Aber jetzt weiß es, Christian. Nachdem ich die Fragen vorbereitet habe, dann wusste ich es auch wieder. Ist auch ganz gut, dieses Wer wird Skinionär, das merke ich schon, um mein Gewissen auch nochmal aufzupolieren und nicht zu vergessen, wo ich herkomme. Hatten wir sogar noch drüber geredet, Omniov. Ja, genau, Tryhard. Da haben wir auch im Stream die Woche drüber geredet. Das hätte man, wenn man durchgehend da am Start ist, kann man das auf jeden Fall wissen. Okay. Dave, willkommen zurück.
Ja, also ich war auf Klo, ich habe mein Gesicht jetzt eben kurz bevor ich ein bisschen, also ich bin voll da. Ja, du bist ein bisschen aufgeregt, seitdem der Fail passiert ist, gell, glaube ich. Seitdem hast du einen Puls von 200. Krass, ne? Merkt man leicht. Ne? Wie entspannt ich war. Ja, vorher warst du echt ganz entspannt, aber seitdem ist schon Spannung da auf jeden Fall. Also die Abstimmung läuft noch 2 Minuten ungefähr. 2 Minuten läuft die Abstimmung noch. Bisher sagt der Publikumschalker, 7% sagen 26. Februar, 14% sagen 19. Februar, 7% sagen 5. März und 71% sagen 12. Februar. Wie gesagt, was auch nicht zu vergessen ist, ist, dass viele neue sind. Aber ich muss da selbst mal gerade in den Dings gucken. Ja, ja, guck Abstimmung einfach rein. Es hat auch keiner reingeschrieben, es wird auch nichts gespoilert, du kannst in die Abstimmung reingucken. Also, ja, dann, also, ne, was ist das 12. Februar B? Wo ist das Vertrauen in den Chat? Hast du das Vertrauen in den Chat? Ja, dann klar. Loggen wir die Nummer B ein. Der erste Stream vom Omniof war am 12. Februar 2022, sagt der Chat. Und sagst du jetzt auch. Wie gesagt, im Chat sind viele, die erst seit 1-2 Wochen da sind, die das wahrscheinlich gar nicht wissen und dann vielleicht auch einfach irgendwas drücken, was die Mehrheit sagt. Das ist auch ein bisschen davon abhängig, wer als erstes votet, ob zuerst die Altgedienten gewotet haben und die anderen dann hinterher sind oder ob da ein Feld passiert ist. Du hast dich drauf verlassen, dass es richtig ist. Und es ist richtig. 12. Februar war mein erster Stream. Das war samstags, das war direkt der 12-Stunden-Stream. Richtige Antwort, Dave. Du bist bei der 15. Frage bei der Minz-Legenden-Frage, bei der 1-Million-Euro-Frage. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Mal ganz viel Liebe in den Chat, ganz viel Omniof-Love in den Chat für den lieben Dave, der beim ersten Wer wird Skinionär direkt mal zur allerletzten Frage kommt, zur Frage für das Minz-Legenden-Paket. Liebe. Ganz viel Liebe in den Chat. Das ist wirklich nicht schlecht. Damit habe ich auch nicht gerechnet, muss ich zugeben. Er ist tatsächlich bei der 15. Frage. Wenn du jetzt aufhörst, nimmst du, wie gesagt, das Batman-Paket mit, weil du hast auch keine Joker mehr. Das wäre schon sehr risikohaft. Mm. Weil das Batman-Paket, da ist, glaube ich, Spitzhacke und Kleider und sowas auch dabei. Das ist schon nice, was da dabei ist. Wird sich auf jeden Fall schon lohnen. Weil auf 800 runterzufallen, wird schon wehtun, glaube ich. Weil jetzt kommt auch wieder eine, ich weiß die Frage 15, ja, logischerweise schon, und jetzt kommt auch eine Frage, die sehr tricky ist. Dann wünsche ich dir aber ganz viel Erfolg. Warte. Ja. Du kannst auch, nachdem die Frage gestellt ist, sagen, du steigst aus. Ah, okay, das so ist okay. Es bei Wer wird Millionär ja auch. Wenn du die Frage gelesen hast und sagst, okay, die kann ich auf keinen Fall beantworten, dann lass es besser. Okay. Dann kannst du auch das Batman Zero Paket mitnehmen. Oder sagst du jetzt schon, dann nimmst du es mit. Nee, ich würde immer erstmal die Frage anhören. Gut, dann hören wir uns die Frage doch einmal an. Die 15. Frage und letzte Frage für auf dem Weg zum Minz-Legenden-Paket ist folgende. Welchen der folgenden Zuschauern kennt Omniof nicht privat? Ach. Ist es A. Stefbar91, B. Jenny-189, C. AragonWild1996 oder D. IboPower90? Im Chat bitte alle zurückhalten, Leute. Es geht hier, wie gesagt, um die allerletzte Frage. Das ist sehr wichtig jetzt, dass ihr euch alle zurückhaltet und keine Tipps auch gebt. Auch keine Andeutungen oder sonst was macht. Einfach ganz gespannt hören, was der Dave sagt, was der Dave macht. Wenn der Frage zuschaut, kennt Omniof nicht privat. Ja, es ist auch wieder das Tricky dabei, kennt nicht privat. Pass auf. Nicht privat. Ja, genau. Genau, Mods macht man nur den... Nur Emote-Modus an. Emotes only oder so. Genau, ja. Emotes only. Perfekt, Leute. Für die anderen, die nicht wissen, was das bedeutet, ihr könnt jetzt nur noch Emotes reinschreiben.